So, Plan. Was bauen wir als nächstes? Ja, da hinten in der Ampel-Ecke, da ist noch ein paar Plätze frei. Naja. Vielleicht noch ein Raketenturm oder so. Ja. Anstelle der Gatling kann man auch irgendeine AOI nehmen. Die passen da in die Ecken am besten rein. Stimmt eigentlich. Gatling kann man ja dann zum Drohnenturm hin oder so. Ja, genau. Ich passiere da mal ein paar Minen um, ne? Mhm. Achte mal. So, und der Rest kommt in die Amp. Also wie diese kleinen Spendenkästchen. Nach dem Einkauf kommt das Rest in den... das Ding da. Mhm. Eigentlich könnte man ja noch was bauen mit 600. Vielleicht noch eine Gauss? Nein. Eher noch ein Raketenturm, glaube ich. Ja, noch ein Raketenturm wäre nicht schlecht. Oh. Oder die Gatling nochmal bauen, wie beim Drohnenturm. Was, wegen Raketenturm oder hast du was gefunden? Raketenturm. Achso, okay. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich nichts mehr gefunden habe. Weil ich glaube, die werden hier doch nicht unterstützt, wenn wir den Raketenturm hier hinbauen. Also hier neben die Drohnen geht's auf jeden Fall. Ich glaube, die Range von dem Ding müsste auch passen. Um die Drohnen schon, aber wenn man hier steht und dann die große Map aufmacht, dann geht's nicht mehr. Ich glaube, meine erste Gauss, die ich platziert habe, die ganz unten, die wird gar nicht mehr gepowert. Markus? Diese Hütte eigentlich mit VI abgekürzt. 5 Punkte. Ich habe keine Ahnung. Welches wird mit VI abgekürzt? Die Gauss. Ich überlege gerade. Ja, Gauss wird sie dann wahrscheinlich im Englischen nicht heißen. Wie? Ah ja, Rest in Amp. Du hast noch einen Block. Ich weiß. Also, das hätte ich gesagt, ein Gauss weg und ein Raketenturm statt der Gauss in der. Die Gauss dann hierher, oder? Okay, machen wir's so. Hast du wirklich einen Gauss platziert, eine dritte? Nee, also nicht. Nur zwei. Ich könnte die Gauss umplatzieren, oder höchstens. Dass sie noch in Amp-Radius ist, oder? Nee, ist gut. Lohnt sich nicht. Macht schon genug Schaden. Stimmt. Haben wir denn? Da haben wir ganz viel Kleinkram, da haben wir ganz viel Kleinkram. Scheißegal, wo wir stehen. Simpel. Hm? Oh, da hinten kommen sogar zwei Kampfläufer, das wird spaßig. Ja, sollen sie kommen. I'm done, let's go. Hier ist jetzt noch eine Ecke, die man rausnehmen kann. Hey. Oh. Dein Kram. Der Feind verliert durch Masse. Ich habe auch alles verliert. Eine Sterbegeschwindigkeit. Auch hier. Du stirbst aber auch immer ziemlich schnell. Wenn du bin auch hier der Tank. Oder weniger? Das heißt, mehr als weniger. Doch, Instant Respawn hat schon gut Sinn gemacht. Wenn ich in den Rücken schieße? Bei mir oder Markus? Ist egal. Ich werde mich angesprochen fühlen, weil beides immer schön sind. Dann wird er die Weg zur halben die Kurve locken, dann kann ich drauf schießen. Ah. Ja.
Ja, nur noch Kampfläufer. Noch, noch was? Ja, Kampfläufer. Ich hab den hinteren. Ja, ja, der vorderste jetzt schon. Solange der Weg so schön geradeaus ist. Lass mal drauf rollen. Wow, den hat's zerfetzt. Den hat's pulverisiert. Hat jemand Leichtgewicht gefunden? Nein. Doch, habe ich, glaube ich, zumindest explodiert beim Ekram. Aber da sind auch noch Fragmente und der pulverisiert nicht einfach so. So, Zeitlimit. Ich habe nämlich auch Leichenexplosionen. Boah. Ja, Wayne. Ich meine, wir sind so stark, wir brauchen, brauchen keine wirkliche Zeit mehr. Momentan wirklich nicht. Stimmt. Ja, bauen wir vielleicht noch eine Gatling hin, da haben wir noch keine hier stehen. In wohin? Ambradius. Hier ist noch einer in Ambradius. Wo ist der? Also wo ist Geil. Wo? Genau da. Ich hab nicht gesehen, wo. Da wo ich stehe. Ah, hier. Genau. Nimm mal die Ecke da raus vielleicht. Können wir eigentlich noch was hinstellen? Den Rest schiebe ich jetzt wirklich einfach nur noch in die Amp rein. 20 Punkte noch. In die Gatling. Achso. Okay. Ja. Gut gemacht. Ja, den Restgeld behalte ich erstmal. Den Geld, ja. Den Restgeld. Kennst du nicht? Auch bei Restgeld hast du das. Nein, den. Das Restgeld als Wort und den Rest an Geld. Als zwei Worte. Nein. Doch. Lügner. Das ist nicht Lüge. Ich weiß, dass wir überall Flieger sind. Gut. Kann ich nochmal umdrehen? Glaube ich viel Schweber. Hallo. Ich mach eher ein wenig Schaden, also ist auch egal. Nein. Ach, Venus. Ja, doch wieder. Wieder mit einem HP bei dir. Ja, das wird immer so zum Standard. So, letzte Welle. Ist irgendwas Interessantes dabei? 10 Schweber, 10 Schweber. Sollte man sich vielleicht überlegen, noch Raketentürme und so umzusteigen und Gauss. Zehn Schweber, 10 Wackelköpfe, das ist unsere letzte Welle. Ja. Nee, sind ja kein Schweber, sind ja richtige Flieger jetzt in dem Fall. Ja, das nenne ich auch Schweber. Okay. Ich baue mal die Gauss um ein bisschen so zur anderen Seite. Ja. So, ich lass mal hier über so die Schweber da vorbeilaufen, meine Gatling hin. Geben die Gauss. Oder? Ja. Wenn die hier vorbeifliegen, meine ich? Ja, ein Raketenturm wäre vielleicht auch nicht schlecht. So in die Richtung runter. Hier, so, da jetzt gerade? Ja. Ja, warum nicht? Mir fehlen 5 Punkte. Markus, danke. Und nochmal. Hier fehlen 100. Okay. So,
Oh. Restgeld? Ach, wir haben keine Türme mehr frei. Gut, dann kommt's in die Arme. Jo. Dann können wir die Seite eigentlich alleine lassen. Kurze Frage. Wir haben einfach schon 1000. Ja. Wie haben wir es geschafft, die letzte Map, die Map zu verlieren? Weil. Sturz. Ach, stimmt. Ja. Da war ja was, ne? Ich hab keinen Bock mehr, die Minen zu legen, macht eh keinen Sinn. Ja, scheiß drauf. Schauen wir mal, ob die Wackelköpfe so kaputt gehen. Dürften sein, glaube ich. Selbst wenn nicht, da sind so viele Minen. Wir brauchen gar nicht, um die Wackelköpfe zu kümmern. Na komm, dann einfach mal schon mal, dass die da durchkommen. Ja, ich hab den jetzt zweimal auf Anhieb getroffen. Und nochmal. Ich schieß gerade das einfach auf. Ich hab meiner Dings die Wackelköpfe zu snipern. Das ist einfach so unmöglich. Hä? Hey. Ja, vor allem wenn jetzt die ACP anfängt, keine Chance. Ja. Da kommen die ersten Krieger. Die ersten Krieger. Okay, ja. Aber ich glaube, unsere Türme machen den Wackelköpfen keinen Schaden. Doch, wenn sie den Kopf wirklich treffen, dann schon. Wann tun sie das denn mal? Also zumindest der Laser macht Schaden, das weiß ich. Der ist vielleicht häufig, weil er noch nicht hoch ist. Praktisch ist ja auf dich gehen, dann muss ich einen nach dem anderen wechseln einfach. Ja. Die sind gefährlich nah dran. Und das ist schon was am Tier. Ja. Muss nur ausweichen eigentlich. Ja. Ja, überleben. Stürzt die alle auf mich. Ich verstehe die Aufstellung, die wir in Forscher 2 hatten. Schon die Fern. Fernkämpfer. Eben, Fernkämpfer, hier super schneller, komischer Kerl und Fern. Tada! Sieg! We're just too damn good. Ah, 14 endlich. Ich bin auch jetzt 14. Hat auch gedauert. Haben wir die MP. Nice. Wenn ich auch gleich. Yeah. Oh! Oh! Und NG. Oh. Das ist ziemlich kräftig. Ja. Wenn wir zu dritt sind, machen die einfach 65% mehr Schaden. Plus Amp. Boah. Hui. Das ist übel. So viele Tode. Und ich war wieder am nutzlosesten. Du weigerst dich, was anderes als Sky zu spielen. Nee, ich kann einfach nichts anderes. Den Rückstoß von Sweet kann ich nicht ausstehen. Und mit Simon treffe ich nichts. Das Ende. Die sieht komisch aus. Die sieht zu einfach aus. Die sieht zu schwer aus. Ja. Egal. Lesen. Wahrscheinlich kriegen wir nur ein, zwei Blöcke. Oder es sind alle Bosse auf einmal. Das wäre cool. Das wäre so cool, dass, nein? Doch. Mal kurz überlegen. Das war die falsche. Vollautomatisches Schnellfeuer. Drei Schuss Feuerstoß mit Giftpfeilen? Was? Warte mal kurz. Ah, das ist eine. Hat eine unglaublich kurze Reichweite nur. Ich bleib bei meinem. Ja. Laser ist halt doch cool. Ich sehe ja, auf 20 kriegen gleich 4 Waffen. Und nach den 20er kommt nochmal einer auf 18. Ich teste die Waffe einfach mal aus. Jo, mach du mal. Und ich glaube, statt diesem gegen jede Wahrscheinlichkeit dieses 10% mehr Waffenschaden um die Gegner herum, nehme ich doch mal den Ingenieur, oder? Ja. Besser nicht. Kannst du machen. Du bist immer am nächsten dran. Musst halt drauf ein bisschen drauf achten. Ich also. Bin meistens ein bisschen weiter weg. Nachdenken, Phoenix muss ich drin behalten, also will ich drin behalten. Scharfschütze, also Schaden an Schwachstellen, brauche ich ganz dringend, weil ich ansonsten einfach zu schwach für alles bin. Alter Schwede. Das denn hier 6000! Hä? Moment. Warte mal. Und wo bin ich? Wo zur Hölle bin ich? Irgendwo, warte. Nirgendwo. Wir kriegen alle 6000 einfach. Ja, und ich habe 50 Blöcke. 50. Es ist nur eine Welle, aha.
Ist alles eine einzige Welle. Gut, ich meine, wir können nicht wirklich was platzieren. Hey, have you heard? Okay. Whatever. Fuck, wie komme ich da jetzt runter? Weiß es nicht. Aber ich sehe schon, wir sehen nicht, wer unser Gegner sind, ist. Egal, was soll's. Ah, hier können wir runterspringen. Ja, wahrscheinlich Bosse die ganze Zeit über. Hui. Boah, war das ein Drop. Ja, gut möglich. Ich werde mich nebenbei so ein bisschen umschauen hier erstmal, ne? Ebenso. Hier oben noch. Oben? Ich bin ja noch hier oben. Ah ja. Soll ich einfach mal irgendwas aufbauen, oder? Och, jetzt hat sie mich hier runtergeschmissen. Ich bin direkt unten gespawnt. Ich bin oben gespawnt. Ich glaube, da hinten ist aber... Doch, hier müsste... Das müsste ein Katapult sein. Nicht? Nee, ist kein Katapult. Da ist ein Katapult, aber wir kommen da hoch. Ich liebe es, wie wir einfach nicht schwimmen können in dem Spiel. Was sind aber Katapulte an den Wänden? Das sind keine Katapulte. Ich? Das sind nur kleine gelbe Pflanzen. Katapulte sind größer. Okay. Wollen wir mal ein bisschen Spaß haben und uns nur verteidigen mit Raketentürmen und Gauss und so? Und Amps? Ja, können wir. Ich meine, wenn es nicht klappt, es ist eine Welle. Also, das kriegen wir schnell wieder hin. Ja, ich baue hier einen kurzen Weg auf. Und dann können wir ja mal. Kurzen Weg aus 50 Blöcken. Ja, okay. Ja, jetzt noch eine Reihe und den Rest an Türmen. Ich habe ja eine riesen Reichweite, können wir dahinter steigen. Vor allem ist das einfach ein Ausrufezeichen, das macht mir an sich schon Angst. Eben. Aber das ist eine Art Sumpf hier, ne? Ja, das ist ein Sumpf. Erinnert ihr euch in der Geheimbasis an den verlassenen Labor? Ja. Wo die Bestätigung von einer bestimmten großen Spezies an Lumen war, die aus dem Sumpf kommt? Die mit den langen Beinen, die? Ja. Was mich außerdem irritiert ist, erstens, der Kern liegt frei. Zweitens, um den Kern rum sind Tentakel. Stimmt. Hatten wir doch durchgelesen. Ich hab's nicht durchgelesen, dazu steht ja nichts. Nicht. Warte mal. Stacken die Amps? Ich glaube fast ja. Also zumindest stacke ich nochmal auf die Amps drauf, von daher. Ja, wir könnten ja eigentlich auch eine Dreierreihe Amps machen. ja. Scheiß drauf. Wir haben aber wieder noch 15 Blöcke zum Setzen, ne? Ne, 50 haben wir. 15 Türme. So. Ja. Max, ja, ich würde die Amps eigentlich eher eins weiter vorne machen, damit die dann wirklich alles hier auf den Ding mit einbeziehen. Ich schaue mich immer so ein bisschen hier um, ne? Weil hier kann man so weit aus der Map rauslaufen. Ich schaue mich ein bisschen um. Dann nehme ich hier die ganz vorne nicht mit dran liegen. Ich kann ja jetzt halt ein bisschen arbeiten, ne? Wie gesagt, ich sehe mich was um. Naja. Ja, dann baut schon mal Raketentürme und so auf die anderen Plätze. Ich habe keine Raketentürme. Und ich schaue mich um. Du so starkes? Ich habe eher dieses AOE-Kram. Den Streulaser, den Blitzturm, die ACP und die Drohne. So ein paar Drohnen wären schon cool. Stimmt. Ja, die sind halt nicht wirklich stark, ne? Raketentürme, wohin? Die haben nicht wirklich große Range, das heißt, packe ich dann eher hier vorne hin. Vielleicht die Dreierreihe vor den Dingern da? Also vor den Amts die Raketentürme hinpacken. Genau. Nee. Weil ich baue dahinter die Gauss. Oh. Ach! Für zweimal Drohne reicht, oder? Ja, dreimal, oder? Dreimal, wenn's okay. Schon drei. Irgendwie macht das ja Fun. Ja, schon. Wir müssen eine Menge an Geld aus. Nur ist jetzt die Frage, ob die Gegner wirklich sich hier dran halten. Und nicht einfach durchbashen. Wenn sie durchbashen, das ist hier undurchdringbar. Von vorne an, ja. Ich komme mir so doof vor gerade. Warum? Das ist so dämlich, was wir hier tun eigentlich.
Warum? Ist doch geil. Übrigens, ich wage es zu bezweifeln, aber werden die Slower irgendwie von den Gumps Gumps beeinflusst? Möglich? Ansonsten habe ich nämlich gerade die Idee. Nee, das, wir haben ja eh nur Sachen, die eigentlich weit schießen können, ne? Ja. Also von den Drohnen abgesehen, aber die halten sich eine Weile. Okay, ich glaube, ich bin gleich leer. Also Fakt, ich glaube, wir haben keine Türme mehr zu brechen. Ach, ist egal, wir haben genug hier. Ich bezweifle, dass nur Gauss und so ein paar Raketentürme das wirklich groß was schaffen werden, aber. Wenn wir sehen, ansonsten fangen wir von vorne an. Warte. Wir können jetzt einfach mal die Amps upgraden, also überchargen. Aber ja. So richtig. Nicht die einzelnen Gauss, sondern die Amps. Ich nehme die mittleren. Dann nehme ich. Ich will meine ganzen 5000 Punkte in die mittleren, okay? Ja, okay. 3500. Aber ich gehe nur bis auf 100% Verstärkung. Okay, ich kann auch über 100% gehen. 106% Alter. Bei mir. 121 bei mir. Markus? Ich bin leer. Ah, okay, stimmt, ja. Ich war, ja, die ganzen Gauss, die ich baut habe. Naja. 38. Ach, ist auch noch gut. Ich baue mal den Kern ein bisschen zu. So ein bisschen. Klar. Mit den restlichen Blöcken da. Ganz ehrlich? Das wird gut. Warum ist das kein Tentakel? Das sind Wurzeln. Aber sie bewegen sich. Dann sind es halt bewegende Wurzeln. Was soll's. Sieht trotzdem die sind unangenehm. So bewegend. Sind trotzdem unangenehm aus. Also, so. Ganz ehrlich, warum rollen wir den Kern nicht einfach weg? Aus der Gefahrenzone raus. Wahrscheinlich, weil er etwa 3 Megatonnen wiegt. So, jetzt hallo, mal schauen, wir haben Roboter dabei. Dann wiegt er 3 Milliarden Megatonnen. Und